Yo Leute, und damit erstmal ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Age of Mythology. Wir befinden uns weiterhin in der Kampagne Der Sturz des Dreizack bei Mission 5, gerade eben noch. Die Trojaner starten eine Gegenoffensive und umzingeln Ajax und seine Männer. Akanthos muss sie befreien und das Schlachtfeld wieder unter seine Kontrolle bringen. Und da starten wir jetzt rein. Let's go! Benachrichtigt Ajax, das Tor ist zerstört. Er muss sich in Bewegung setzen. Herr, die Trojaner greifen das Lager an. Ajax ist umzingelt. Was? Odysseus, wir müssen sie retten. Wir müssen das Tor aufgeben, uns bleibt keine Wahl. Wir müssen Ajax retten. Na, so viel zu unserem schnellen Sieg. Haltet aus, Ajax. Meine Hopliten sind unterwegs. Na los, gehen wir ihn retten. Oh, Akanthos aber ganz entspannt unterwegs hier, dafür, dass es so brenzlig aussieht. Jawohl, da haben wir auf jeden Fall gut aufgeräumt. Mein Freund. Lasst uns die Truppen in eurem Lager neu sammeln, Ajax. Gehört Ajax jetzt zu uns? Nein, der ist immer noch als Verbündeter hier. Nee. Okay, sammeln wir uns erstmal. Wir übernehmen bestimmt gleich das Lager. Lege, Vulome, Panthos. Na, dabei waren wir schon fast drin. Okay, alle Gebäude im Bereich des trojanischen Brückenkopfs zerstören. Also hier oben, ja? Was mit denen hier unten? Die sind egal, oder wie? Die kommt doch bestimmt mit Verstärkung von da. Gefällt mir nicht. Oh, wir haben ja... Alter, wir haben ja richtig viele Schweine. Holy shit. Lege. Okay, zuallererst brauchen wir mal einen Haufen Dorfbewohner. Ey! Da greifen die schon wieder an. Schnappt sie euch! Das Gute ist, wir sind jetzt schon im vierten Zeitalter. Das heißt, wir haben richtig krasse Truppen schon. Wo ich mir gar nicht sicher bin, ob wir schon alle Upgrades haben. Aber die hier sind auf jeden Fall fast komplett geupgradet. Zumindest von den Hopliten-Upgrades her. Ich glaube, von der Schmiede her ist es noch nicht fertig. Okay, ihr macht mir erstmal hier ein Nahrungslager und dann holt euch hier die Schweine ran. Prostegma? Nee. Et kalos. Et essen. So, du machst mir eine Schmiede. Meister. Und dann fangen wir auf jeden Fall gleich an, Truppen auszubilden. Und ganz wichtig, ein Tempel. Nee. Ja, zu wenig Holz. Zu wenig alles. Geht's dir gut? Ich hab das jetzt einfach mal... Ach, Leute. Dann sucht euch halt ein anderes Schwein, wenn ihr da nicht rankommt. Aber macht euch nützlich. Jetzt liegt das Schwein da noch die ganze Zeit rum. Kümmer dich mal da drum. Was macht ihr denn hier? Oh, hier ist auf jeden Fall Gold, schön zu wissen. Okay, er ist eindeutig zu schnell für euch. Einfach nicht mehr weiter probieren, Leute. Es wird doch eh nix. Okay, hier können wir auf jeden Fall noch einen Haufen Upgrades machen. Da frage ich mich jetzt, hat er das jetzt übernommen von dem letzten, von der letzten Mission oder ist das kackegal? Weil bei der letzten Mission waren wir im vierten Zeitalter stehen geblieben. Es wäre auf jeden Fall wild, wenn er das übernehmen würde. Ich meine, möglich ist alles. In Warcraft 3 übernimmt man ja auch die Fähigkeiten von Mission zu Mission. Wieder Vergleich, ich weiß, aber... Ne? Prozessierst du. Junge, dieser Kackspeer.
brauche mehr Leute. Leje. Sie könnten versuchen, Ställe direkt hinter der Front zu bauen. Volume. Ja, erstmal müssen wir hier jetzt ein bisschen scouten, um mal rauszufinden, wie überhaupt die Lage ist. Leje. Esto. Hier ist eine... Diese Reliquie? Was? Wie? Was? Einen Tempel aufstellen? Machen wir mal. Die Helden können das ja mitnehmen. Ja klar, wir haben doch auch die Hydra und alles, ne? Das wurde safe übernommen, oder? Das kann doch kein Zufall sein. Okay, was hat mir das jetzt genau gebracht? Diese Reliquie ist an einem Tempel aufgestellt. Klicken Sie... entfesselt das Böse, indem Sie Myths... mythische Soldaten, achso, schneller ausbildet. Okay, interessant. Es gibt also immer noch so leichte Buffs. Ich habe wirklich lange kein Age of Mythology mehr gespielt. Das wusste ich tatsächlich zum Beispiel nicht mehr. Ich weiß gar nicht mehr, ich weiß nicht mal mehr, was die Reliquien einem nochmal in Age of Empires 2 gebracht haben. Nicht mal das weiß ich noch. Das ist schon so lange her. So, soll ich noch eine Festung bauen? Warum eigentlich nicht, ne? Dann haben wir hier auf jeden Fall schon mal einen Schutz. Hier oben noch mal ein bisschen scouten. Dann wüsste ich gern, was hier unten Phase ist. Ah, okay, die kommen hier gar nicht durch. Dann brauche ich mir da keine Sorgen machen. Ich dachte, vielleicht kommen von hier noch irgendwie Soldaten oder so. Was ist das? Die Trojaner legen außerhalb der Stadtmauern Felder an? Leje. Ist das nicht normal? Ich frag für einen Freund. Macht man das nicht normalerweise so? Ich bin erstaunt, dass Ajax so verwundert darüber ist. So, ballern wir mal ein paar Upgrades. So, was mache ich denn mit euch Schönes? Wir könnten eigentlich noch ein bisschen Kavallerie machen, ne? Ah, erstmal Felder. Ich behalte die Fußtruppen mal hier. Infanterie kann hier bleiben, nur die Kavallerie möchte ich da hinten haben. Könnt ihr vielleicht mal endlich diesen Scout ausschalten? Das wäre schon echt ein Segen. Okay, fangen wir schon mal mit ein paar Katapulten an. Junge, dieser Scout geht mir so auf den Zeiger. Akantos! Du hast dich durchgemogelt. Nicht cool. Ist hier vielleicht noch eine Reliquie? Ja! Leier des Apollon. Bewegungsgeschwindigkeit von Dorfbewohnern. Ja, bitte. Okay, ich brauche mehr Dorfbewohner beim Tempel. Ein paar schöne Hydras, habe ich Bock drauf. Vulome.
Prostagmatis Volley. Wo bleiben meine Truppen? Die machen meine Leute lang. Nicht gut, nicht gut. Zurück, zurück. Kümmert euch um die Fernkämpfer. Ajax, Vorsicht. Er konnte Ajax die nicht so schmeißen? Irgendwie habe ich das mega in Erinnerung, dass der die Leute immer so weggehauen hat. Aber ich habe es jetzt noch nicht einmal gesehen bei ihm. Troja hat die Seuche gemacht, ey. Nicht cool. Ja, ich weiß, ich könnte jetzt noch weitere Kasernen und so bauen und dann schneller produzieren, aber nö, komm. Was soll's. Für die Kampagne eigentlich nicht notwendig so unbedingt. Holt mir hier oben mal ein bisschen Gold. Du gehst noch mit zum Tempel. Nehmen wir mal die erste Hydra. Ey, die haben hier einen Turm gebaut? Kleinen trojanischen Schweinehunde. Okay, die Katapulte brauchen schon echt ganz schön lange, um was kaputt zu machen, ne? Da brauchen wir noch mehr. Prosesche izvoli. Prostagma malistume. Lege? Ne. Prosesche? Ne. Metalleps. Achso, die Schmiede. Da wollte ich gerade schon meinen Hotkey von Age of Empires nehmen. Prostagma. Esto. Ah, nirgendwo Platz, komm schon. Vulome. Wir haben gleich keine Schweine mehr. Esto. Malista. Die Esel eigentlich die ganze Zeit her. Nein! Lass sie in Ruhe! Braucht die noch? Hier doch irgendwo einen Vorposten gemacht? Oder von wo kamen die? Etimos. Ne. Ne. Maestro. Etimos. Orthos. Lege. Vulome. Machen wir die Panzerung noch ein bisschen besser. Bisschen Kavallerie könnte eigentlich auch nicht schaden, ne? Malista.
So, und hiernach machst du mir mal ein paar Häuser. Ist ja ekelhaft hier mit dem Bevölkerungslimit. So, die Helden hole ich auch nochmal. Herakles können wir auch holen. Ja, mit dir. Aber wir können nicht Hippolyte holen, ne? Die war mit einem anderen Gott. Ich weiß gerade gar nicht mehr welchen. Etimos. Vulmalista. Etimos. Vulome. Es Vulome. Etimos. Kalos. Prostagma. Orthos. Voli. Seid ihr irgendwie alle verwirrt? Prostagma. Malista. Die wirken sehr verwirrt auf mich. Noch ein bisschen Infanterie. Konterkavallerie. Ist nur stark gegen Kavallerie. Stark gegen Bogenschützen. Ich glaube, stark gegen Bogenschützen gefällt mir. Ich muss auch mal wieder ein bisschen mehr gruppieren hier. Ich lasse die immer alle zusammen rumlaufen. Ist ein bisschen kontraproduktiv. So, gegen die Kavallerie haben wir ja auch noch die Obliten, das passt schon. Da brauche ich jetzt nicht extra noch Konterkavallerie. Machen wir davon noch ein paar. Da dürfen wir, glaube ich, good to go sein. Eine Hydra hätte ich gerne noch. Zwei reichen mir nicht. Wir können diese Felder nutzen. Baut hier einen Kornspeicher, holt Dorfbewohner und lasst sie ernten. Ja, oder wir könnten es auch einfach sein lassen. Ist ja jetzt nicht so, dass es unseren Feldern mangelt, ne? Oh, ihr beide könnt noch mal welche machen. Habt da wenigstens ein bisschen Beschäftigung. Ach ja, wir haben noch Upgrades. Richtig. Ganz vergessen. So, Herakles hier auch mit dem Löwenfels, ja? Ist auch bestimmt das Fell vom nemäischen Löwen sein. Oh, hallo. Wen haben wir denn da? Λέγε βούλομε, ορθός, βούλομε, ορθός, βούλομε, έτοιμος, πάνε, ορθός, πρόσεχε. Α, die haben Türme. Türme. Πρόσταγμα. Λέγε. Έτοιμος. Πρόσταγμα, πάνε, καλός. Έτοιμος. Βούλομε. Πρόσταγμα, χώρο. Die haben halt Konterkavallerie, ne? Das ist nicht so günstig jetzt. Alter, Leute, greift doch mal. Es ist nur noch Odysseus übrig, was? What the fuck? Okay, meine Einheiten sterben wie die Fliegen. Verstehe ich nicht. Ich habe doch schon so viele Upgrades. Boah, die machen mir die Katapulte kaputt, weil die zu langsam sind. Ah, die Hydras werden das auch nicht überleben, oder? Es ist zu viel, es ist zu viel los.
welche? Na, die armen Hydras. Ist machen. Na, wenigstens die Helden schlagen sich tapfer. Tapfer, Junge. Tapfer. Zieht euch zurück! Flieht, ihr Narren! Ja, die Kavallerie war irgendwie ein Griff ins Klo. Mehr Truppen. Boah, Nahrung dauert einfach viel zu lange gerade. Ist richtig nervig. Lebenspunkte aller Soldaten. Ja, unbedingt. Schon wieder einer von den Helden tot? Ja, Herakles hat's erwischt, oder? Und wo ist Jason eigentlich gewesen? Hab ich gar nicht gesehen. Alter, die kommen schon wieder mit so einer großen Truppe. Die bauen eine Festung, die Schweine. Zum Angriff. Los, Jungs. Oh, jetzt machen die mir schon wieder eine Hydra platt, ey. Die kostet immer so viel Nahrung. A hero has fallen. Ist was los? Macht weg die Dinger. Isvoli. Prostagma. Isvoli. Prostagma. Malista. Und jetzt weg mit der Festung. Frechheit, dass sie das Ding überhaupt aufbauen dürfen. Ich glaube, wir brauchen hier mal auch eine Festung gegen die ganzen Truppen, die mal rausballern. Guck mal, ihr habt sowieso gerade nichts zu tun. Haut mir mal hier eine Burg. Lege, Wulome. Dies ist Trojas Brückenkopf. Um ihn zu zerstören, brauchen wir Belagerungswaffen oder mächtige mythische Einheiten von Zeus. Lege, Orthos, Prostagma, Orthos, Orthos, Vulome. Ich glaube, ich gehe jetzt wirklich mal ins nächste Zeitalter, oder? Ah, es kostet so verdammt viel Nahrung. So verdammt viel alles. Ich weiß halt nicht mal, ob es sich so wirklich lohnt. Ich habe nämlich keine Ahnung, was man dann kriegt. Ey, wo, Alter, wo kommen die denn schon wieder alle her? Schon wieder so fucking viele. Oben angreifen, Jungs. Schnell jetzt. Bitte, Wegfindung. Die töten mir sämtliche Bauern. Ah, die haben die Festung zerstört, aber auch. Wunderbar. Dann eben so. Thank you.
Λέγε. Μάλιστα. Noch mehr Nahrung. Λέγε. Einfach noch mehr Nahrung. Έτοιμη. Βούλομαι. Λέγε. Μάλιστα. So fucking viele Fernkämpfe da hinten. Okay, wir müssen uns schon wieder zurückziehen. Wird schon wieder zu viel. Los, verteidigt euch. A hero has fallen. Ich glaube, ich spare mir die Hydra. Das ist schon wieder ein Gemetzel, ey. Für jeden Meter, den du hier schaffst, verlierst du einfach eine ganze Armee. Ich meine, es ist noch eine zweite Baracke. Das kannst du ja nicht antun. Warte mal, wir haben doch übel viel Gold. Können wir das nicht mal traden? Wir hatten doch hier irgendwo einen Markt. Was, 100 Soldaten kaufen? Hä? Und sagen, das ist falsch übersetzt. Wahrscheinlich, weil da im Englischen Units steht und die das einfach mit Soldaten jetzt genommen haben. Ach ja. Alter, ich sterbe hier alle weg. A hero has fallen. Das ist so eine Frechheit. Okay, aber die nächste Welle steht schon wieder bereit. Und das heißt, es ist auch immer der Einzige, der überlebt hier, ne? Typischer Fernkämpfer. Na, jetzt liegen sie da. Hey, also Jason habe ich bis jetzt immer noch nicht in Action gesehen, also... Ich habe das Gefühl, der bringt nicht so viel. Heutzutage wirst du auch ohne große Fähigkeiten zum Helden. Έτοιμος. Καλός. Πρόσεχε. Καλός. Πρόσταγμα. Ορθός. Φόρο. Τα τη φέρνκεμφα. Τούτε τη φέρνκεμφα. Πρόσταγμα. Ορθός. Alter, hier ist ja schon wieder fast alles tot. Leute! Dafür, dass ihr so teuer seid, haltet ihr irgendwie nicht sonderlich viel aus. Und mir kann niemand sagen, ich hätte kein Geld in Upgrades gesteckt. Alter, wir haben so viele Felder und trotzdem kommen die nicht hinterher mit der Nahrung. Λέγε βούλομαι. Λέγε πάνι. Πάνι. Βούλομαι. Έτοιμος. Ναι, μάλιστα. Λέγε βούλομαι. Λέγε βούλομαι. Οκ, erstmal wieder gruppieren die Jungs. Πρόσεχε. Έτοιμος. Πάνι. Λέγε έστω. Οκ, jetzt vielleicht noch ein paar Katapulte, oder was? Kann schon nicht schaden. Das würde jetzt wohl reichen, oder? Bitte, bitte sag mir, dass es reicht. Ich glaube, ich speichere jetzt wirklich mal zum allerersten Mal sicherheitshalber ab. Lege.
Πρόσταγμα, βούλομε. Λέγε, βούλομε. Βούλομε. Έτοιμο. Λέγε, εισβολή. Πρόσταγμα, καλός, καλός. Πρόσταγμα. Έτοιμο. Εισβολή. Λέγε, εισβολή. Πρόσταγμα, εισβολή. A hero has fallen. Λέγε, καλός. Πρόσταγμα, έτοιμος. Πρόσταγμα. Εισβολή. Λέγε. Ah, schon wieder zwei Hydras tot, ey. A hero has fallen. Und die halten aber auch wenig aus. Okay, und jetzt einfach weiter durch. Einfach durchdrücken jetzt. Schnell nochmal nachproduzieren. Lege. Vulo. Okay, okay. Kurz, kurz weg von den Türmen. Erstmal die Truppen bekämpfen. Prostagma. 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 Izvoli. Izvoli. Verstärkung ist da, sehr gut. Prostagma. Lege. Es malista. Lege. Kalos. Prostagma. Prostagma. Hulme. Prostagma. Ne. Okay, und jetzt drücken wir uns durch. Los, Jungs! Ah, wir haben fast keine Nahkämpfer mehr. Das ist jetzt ein Problem. Oh, okay. Problem hat sich gelöst, würde ich sagen. Jetzt nur lange mit durchhalten. Carlos, Carlos, Carlos. Wo bleibt die Verstärkung? Beeilt euch bitte! Lege, Isvoli. Lege, Ismachin. A hero has fallen. Carlos. Ismachin. Carlos. Prostagma, Isvoli. Carlos. A hero has fallen. Oh, wie oft ich das jetzt schon gehört habe. Die wollen sich aber auch nicht geschlagen geben. Mehr Hydras. Carlos. Prosesche. Isvoli. Prostagma. Isvoli. Carlos. Isvoli. Carlos. Isvoli. Carlos. Lege. Prostagma. Carlos. Lege. Prostagma. Isvoli. Isvoli. Muss jetzt weg mit dem Dorfzentrum. Schaffen die das? Ich weiß es nicht. Ja, okay, jetzt haben wir keine Katapulte mehr. Ne, ne, das wird nix. Abbruch! Mehr Katapulte. Und mehr Hydras. Lege, pan. Lege, los. Prostagma, los. Lege, pan, los. Voli. Prostagma, volume. Okay, wir dürfen nicht zu viel Zeit vergehen lassen. Die dürfen sich nicht wiederholen.
Schnell jetzt, Leute. Schnell jetzt. Hettimus. Orthos. Lebenspunkte von Helden. So, wie ich höre, dass die verrecken, wäre es vielleicht mal eine Maßnahme, ne? Komm, ich mach das jetzt. Minotauren hätte ich eigentlich auch noch mitholen können. Ah, jetzt ist egal. Klar kommen von hier Truppen. Die haben hier irgendwo eine Base. Kleine Ratten, ey. Prostagma. Prosesche. Kalos. Lege. Kalos. Prostagma. Gula. Prostagma. Kalos. Hedi, pan, kalos. Λέγε, εισβολή. Πρόσταγμα, πρόσταγμα. Έτοιμο. Πρόσταγμα, μάλιστα. Λέγε, πανχώρο. Καλώς. Πρόσταγμα, έτοιμος. Έστω. Έτοιμο, μάλιστα. Καλώς. Εισβολή. Λέμενε, Leute. Λέγε, ορθός, έτοιμος. Stärkung. Okay, sehr gut, das haben wir. Schnell auf die Burg. Ja, jetzt die Ausbildungsgebäude, los! Muss nachproduzieren. Prostagma. Kalos. Etimos. Isvoli. Kalos. Ne, isvoli. Et kalos. Ne, isvoli. Lege. Pani. Proseshe. Isvoli. Isvoli. Etimos. Proseshe. Eti kalos. Etimos. Ah, ja, sehr gut. Da haben wir's. Wir sind hier wieder Herr der Lage, Ajax. Lasst uns die Männer sammeln und Troja erneut angreifen. Akanthos, Ajax, Agamemnon wurde angegriffen. Die Trojaner müssen Agamemnon geschlagen haben, während wir hier gekämpft haben. Zieht die Männer zurück. Wir treffen uns im Hauptlager und sehen, wie groß der Schaden ist. Na, das läuft ja wieder mal alles nach Plan hier. Na gut, Freunde. Das soll es aber für heute gewesen sein. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen, hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, bye bye.